Hallo Freunde, mein Name ist Fix und ich spiele heute Minecraft. Und zwar ein Minecraft Hardcore. Ich spiele auf Hardcore, der höchste Schwierigkeitsgrad und ja, in die Fräse würde ich sagen. Ja, erste Folge erstmal überlegen und dann mal weiterschauen, ne? Worauf ihr Lust habt, worauf ich Lust habe und was sich so ergibt. Ich versuche auf jeden Fall in der ersten Folge erstmal Eisen zu finden und so viel Essen wie es geht. Hier haben wir schon mal Kühe und Hühners und Zuckerrohr. Okay, ja, nehmen wir alles mit, oder? Wir wollen ja auch verzaubern und was weiß ich, aber das dauert noch ein bisschen. Zu meinem kleinen Let's Play. Das soll ein Let's Play werden. Ich lade das Let's Play alle 2 Tage hoch. Das heißt, alle 2 Tage gibt es eine neue Folge. Wie ihr mir zuschaut, wie ich hier Minecraft spiele. Und ja, das macht Spaß. Ihr dürft natürlich mitentscheiden ein bisschen. Was ich mache, zum Beispiel auch hier die Texturen, wie ihr seht, sind das noch die Standard-Minecraft-Texturen. Habe ich mit Absicht noch drinnen, damit ihr mir eure Lieblingstexturen vorstellt und ich diese in meinen Videos benutzen kann. Ja, schreibt mir einfach in die Kommentare, welche Texturen ihr feiert und welche nicht. Na, welche nicht, ist ein bisschen sinnlos. Welche ihr feiert und welche ich benutzen soll. Hier haben wir direkt eine Höhle, Jackpot. Und dann schaue ich mal in den nächsten Folgen, welche mir gefällt und dann ziehe ich mir eine raus oder 2 und benutze dann in den weiteren Folgen eine Spitzhacke. Die Folgen von meinem Let's Play werden so zwischen 15 und 20 Minuten lang, je nachdem was ich mache, was ich vorhabe in der Folge. Und ich habe in der ersten Folge jetzt erstmal vor, zu überleben und mir etwas Eisen zu holen. Und dann in der zweiten oder dritten Folge können wir langsam anfangen, uns ein Haus zu bauen. Oder was weiß ich. Hier haben wir direkt Kohle gefunden. Und Eisen haben wir auch schon gefunden. 1, 2, 3, 4. Volle Eisenrüstung wär schon nice. Also, wer kann das behaupten, ne? Erste Folge Minecraft, Hardcore und Full Eisenrüstung, das wäre natürlich nice. Hat zwar schon jeder geschafft, aber boah, hier geht's echt tief rein. Da wäre ich fast runtergefallen. So, meine Workbench. Ich brauche eine bessere Spitzhacke. Und ich brauche ein Scherwert, womit ich jetzt erstmal die Kühe schlachte. Und womit ich... Ein Ofen wäre natürlich auch geil. Okay, ein bisschen Steine, damit ich hier einen Ofen bauen kann. Und dann können wir gleich das Fleisch braten und dann würde ich sagen, gehen wir rein in die coole Höhle hier. Wir brauchen natürlich auch eine Axt, damit wir ein bisschen Holz noch haben. So. Einmal hier. Gib mal Ofen. 2 Ofen? Nee, 1 Ofen reicht. So, Ofen, Kohle rein und stirb. So, die Peter soll mal ein bisschen wegschauen hier. Das ist schon uncool, dass hier direkt eine Wüste ist. Wobei in der Wüste habe ich gehört, dass da öfter mal so ein paar NPC-Dörfer sind. Dann können wir eigentlich auch mal reinschauen, ob wir da eins finden. Und da gibt es ja auch manchmal Dias, habe ich gehört, in den Kisten. Und in den Sümpfen habe ich auch schon ein paar Mal so ein Häuslein gesehen. Also wir haben richtig viel vor. Ihr könnt ja auch in die Kommentare schreiben, was ihr als nächstes machen soll. Entweder hier in die Wüste reinlaufen, da mal ein bisschen gucken. Oder ein schönes Haus bauen und einen Kuhstall anlegen. Oder was weiß ich. So, 10 Fleisch reicht nicht. Eine Axt. Dann mache ich mir noch eine Axt.
So. Okay, jetzt nehme ich mir noch ein bisschen Holz mit und dann können wir rein in die Höhle. Weil Eisenrüstung wäre schon nice. 10 Minuten haben wir noch. Das schaffen wir. Ach, den letzten Stückchen hier. Bisschen was zu meiner Person, weil ihr wollt ja auch mich ein bisschen kennenlernen. Ich heiße Felix, aber alle nennen mich Fix, deswegen heißt mein Kanal auch Fix. Und ich bin 20 Jahre alt und mache die Ausbildung zum Erzieher in Nürnberg. In Bayern wohne ich, ja. Das ist das Wichtigste zu meiner Person. Ich mache ungefähr schon seit knapp 1,5 Jahren YouTube-Videos. Let's Plays habe ich früher schon mal gemacht, aber ja, da hatte ich kein Mikrofon und keine Kamera. Und deswegen habe ich mir gedacht, nee, die tust du wieder raus. Holst dir erstmal ein bisschen Equipment und dann fängst du nochmal neu an. Und ich habe noch einen zweiten Kanal, der ist so ein Sportkanal, da mache ich ein bisschen Parkour und Freerunning und Splashdiving. Lauter so coole Sachen halt, ne? Also, ja, ich kenne mich schon ein bisschen mit YouTube aus und ich habe halt schon ewig Bock drauf, Let's Plays zu machen. Und ja, ich hoffe, euch gefällt's. Wenn ja, könnt ihr mir ja mal ein bisschen Feedback da lassen. Auch wenn es euch nicht gefallen hat oder wenn euch irgendwas stört, könnt ihr mir gerne das in den Kommentaren schreiben, weil ich will mich ja auch verbessern und ja, ich will ja, dass ihr meine Videos gerne schaut. Pio, 10 Fleisch, 10 Fleisch. Ja, 10 Fleisch wird schon reichen. Hier einmal Kuh. Noch 2 Herzen schon verloren. Ich werde sterben, nein. Okay, was brauchen wir noch? Machen uns ein paar Sticks. Oh, verdammt. Ein paar viele Sticks. Fackeln. Jo. Noch was? Ne, das war's eigentlich. Und dann würde ich mal sagen, wir gehen in die Tiefen der Erde. Vielleicht finden wir ja Drachen oder sowas. Vielleicht gibt es ja Drachen in Minecraft. Oder wir finden das Enderportal. Ah, ist sehr nice. Wir haben schon mal viele Eisen hier. Also voll Eisenrüstung würde ich schon sagen, dass wir das hinkriegen. Falls jemand weiß, ich habe seit der neuen Version nicht so viel Minecraft gespielt. Falls jemand weiß, was das hier für neue Steine sind, ich kann es euch gleich mal zeigen. Hier dieser Stein und dieser Stein. Andesit und Granit. Und dann gibt es noch irgendwie einen anderen Stein. Wer weiß, was man damit machen kann und ja, für was die gut sind. Ich habe nämlich keine Ahnung. Der kann mir das gerne in die Kommentare schreiben, damit ich hier auch ein bisschen schlauer werde. Boah, und nicht komplett rumnoob. Komm, hier nehmen wir Holz. Kann mir das, ja. Wer weiß, was man mit den Steinen machen kann, kann mir das gerne in die Kommentare schreiben. Und dann werde ich ein bisschen klüger. Ich glaube, ich habe ein Skelett gehört. Was ist das? Ah, ich glaube, ein Slime. Ja, brauche ich jetzt noch nicht. Okay, mal darunter. Hier haben wir Eisen. Sehr schön. Boah, hier. Boah. Hello. Störe. Okay. Vor Creepern habe ich echt noch Angst gerade. Weil wir sind von einem Creeper tot. Ohne Eisenrüstung. Was ist denn das für ein Geräusch da, ey? Klatsch, klatsch, klatsch in mein Ohr rein, ey. Okay. Wir haben keine Fackeln mehr. Hallo? Oh, shit.
So, hier ist nichts. So, wir brauchen auf jeden Fall mehr Kohle, damit wir auch Fackeln haben. Und da haben wir direkt Kohle. Ich hoffe, es ist nicht zu langweilig hier die erste Folge, aber ich brauche unbedingt Eisenrüstung, sonst scheiße ich mir in die Hose, wollte ich sagen. sonst habe ich halt echt Angst. Vor allem, wenn es Nacht wird und wir gehen da raus, dann haben wir ein kleines Problem. Hier in der Höhle ist es noch ein bisschen übersichtlicher. Mit den ganzen Monstern. Und da haben wir nicht so das Problem mit Skeletten. Yay! Boah, sind das Dias? Ich habe keinen Optifine. Haben wir alles dabei? Ja, okay, lass da runter, oder? Scheiß drauf. Ah ne, das ist ein Creeper und ein Skelett. Und ein Zombie. Ich baue mich mal kurz hier rein. Oh. Genau deswegen. Komm her, du. Ja, nice, es hat sich selbst getötet. Okay, ich weiß nicht, ob ein verzaubertes Schwert. Ja, kommt rein in die Lava. Das blöde Wasser nervt mich auch. Ich werde gefightet. Ich störe. Wow. Vielleicht bekommen wir ein verzaubertes Schwert von ihm. Oh, Skelett. Stirb! Ah, sehr schön. Stirb! Nein! 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 Ha, wir haben Dias! Wie nice, Alter! In der ersten Folge einfach Dias gefunden. Sehr schön. Okay, ich mach mir hier mal eine kleine Base rein. Das ist geil, ey. Mindestens zwei Stück kann ich mir schon... Boah! Ich bin nicht aufgeregt, ey. Kann ich mir schon gleich ein Diaschwert machen, wenn wir zwei Diamanten haben. Das ist natürlich geil. Einfach direkt Dias gefunden. Okay, mein Ofen mal. Ich brauche unbedingt Eisen, damit ich mir meine Dias abbauen kann. Und oh, richtig nice. Hier haben wir noch mehr Eisen. Ich hole mir auch noch das komplette Eisen, was ich hier finde. Und mache mir direkt eine Eisenrüstung. Boah, und einen Eiseneimer. Ich brauche unbedingt einen Eimer, wenn ich hier rumlaufe. Weil sonst falle ich in Lava. Und dann bin ich tot. Okay, da das Eisen hole ich mir noch. Einfach Dias gefunden, ey. Ich komme nicht drauf klar. Sehr nice. So. Ich will meine Dias haben. Vielleicht finden wir ja noch mehr Dias hier in der Höhle. In der Schlucht. Boah, ich will Dias. Gib mir Dias. Okay, Eisenspitzhacke und ein Eimer. Perfekt. So. Und ein Schwert mache ich mir nicht. Ein Eimer wollte ich haben, genau. Weil ich mache mir ein Dia-Schwert. Ich schmeiß mal kurz den Dreck weg, den ich nicht brauche. So, so, so. Pilz. Das, das. Brauche ich auch nicht. Pfeile. Ja, fuck off. Dias, Dias, Dias. Sind hier irgendwo Monster? Hier haben wir noch mehr Lava. Und hier ein Zombie. Zombie! Ach komm, bitte mehr als zwei. So. Drei, vier. Richtig nice. Vier Dias in der ersten Folge. Nice one.
Okay, Eisen brauchen wir auch noch. Ich frage mich, warum ich das Lapis Lucid. Lapis Lucid? Oder wie das heißt? Lapis Lazuli. Warum ich das mitnehmen, brauche ich eigentlich nicht. Aber ich scheiß drauf, weil ich habe Dias. Ich habe 4 Dias. Und ich habe ein Dias-Schwert. Und das in der ersten Folge. Und ich habe Eisen. So viel wie ich will. Richtig nice. Richtig nice. So, hier ist meine kleine Base. I'm all about that base. Vielleicht finden wir auch noch irgendwie. Oh, wie heißt das? So ein Bergwerk, so, wo so Schienen sind und so. Ich habe keine Ahnung, wie das gerade heißt. So. Einmal. Dia-Schwert. Katsching. Richtig nice. Okay, die 2 Dias hebe ich erstmal auf. Und Eisen, dann machen wir mal einen Helm aus den 6 Eisen. Boom. Tada. Okay, wir brauchen noch mehr Eisen. Naja, dann machen wir das in der nächsten Folge, weil wir haben schon wieder fast 17 Minuten voll. Und ja, für die erste Folge finde ich, ist das schon mal nicht schlecht. Dann sage ich Ciao mit V und wir sehen uns in der nächsten Folge.